In der Arbeitsvorbereitung planen wir gleichzeitig die Pressen, also alle, was alles in die Presse reinkommt, welche Längen, wie voll die Pressen werden. Und planen dann im Anschluss eigentlich die Pakete, also welche Querschnitte, welches Paket kommen und ja, letztendlich, wie das Paket dann zum Kunden geht. Das Aster Holzwerk zwischen Augsburg und Ulm. Rund 150 Mitarbeiter produzieren hier Konstruktionsvollholz und in einer 2019 in Betrieb genommenen Anlage auftragsbezogen Brettschichtholz für den deutschsprachigen Raum und den Eigenbedarf im Holzbau der ebenfalls zur Unternehmensgruppe gehörenden Aumannhaus. Im Zuge dieser Produktionserweiterung wurde die gesamte Produktion auf eine Ressourcenplanungs- und Prozessleitrechnerlösung von Dimberdeck umgestellt, die nun den gesamten Produktionsablauf bis zur Verladung der fertigen Produkte steuert und optimiert. Wir setzen eigentlich schon viel früher als die Produktion an sich ein. Also wir haben da bei Aster eben auch eine Gütesortierung. Das funktioniert so, dass grundsätzlich auch ganz vorne wieder das T-Com steht. Dort wird Wareneingang erfasst mit gemischten Rohwarenpaketen und dann werden diese Pakete eben in der Gütesortierung aufgesetzt, wo wir wieder Anlagensteuerung von uns haben. Die bucht diese Pakete dann eben aus einem Lager aus, dann wird das Ganze sortiert und am Schluss entstehen dann x sortierte Pakete, die dann die Anlagensteuerung wieder zurück ins T-Com meldet und eben dann eins richtige sortierte Rohwarenlager bucht, damit es für die Produktion passt. Wir sind hier die Auftragserfassung und bei uns kommen die Bestellungen per E-Mail rein bzw. telefonisch und ich erfasse hier im T-Com die Aufträge. In der Arbeitsvorbereitung wird dann quasi eingeteilt nach, in erster Linie mal nach Liefertermin und dann, wenn es dann soweit ist, dass man einplanen kann in die laufende Produktion, dann werden die Binder alle nach Querschnitt, also nach Brettbreite, wie die Bretter auf der Zinke gezinkt werden, aufgeteilt. Und danach kommen sie dann ins Etagenlager und kommen da dann mit der richtigen Länge und der richtigen Reihenfolge wieder raus zur Beleimung und dann eben in die Presse. In der Arbeitsvorbereitung planen wir gleichzeitig die Pressen, also alle, was alles in die Presse reinkommt, welche Längen, wie voll die Pressen werden. Und planen dann im Anschluss eigentlich die Pakete, also welche Querschnitte, welches Paket kommen und ja, letztendlich, wie das Paket dann zum Kunden geht. Also unser Leitrechner steuert eben als übergeordnete Instanz quasi, der weiß, wo jedes einzelne Stück hin soll und damit werden dann diese einzelnen Anlagenteile, die dann von einer SPS, von den jeweiligen Maschinenherstellern sozusagen im Inselbetrieb eben gesteuert werden, von uns gesteuert. Das heißt, wir teilen denen mit, was zu tun ist und die befördern quasi dann in ihrer Insel, nehmen wir als Beispiel mal eine Presse, also wir sagen, wie die Presse auszusehen hat, was da rein soll und ab dem Zeitpunkt übernimmt dann die SPS, steuert dann sozusagen den Pressvorgang, bis das Zeugs alles wieder fertig ist und nach der Presse kommt dann wieder das zu uns zurück, zu unserem Leitrechner und wir geben dann der SPS dann wieder die nächste Info, wo soll das jetzt hin, soll es aufgetrennt werden, soll sonst noch irgendwas passieren. Also in der neuen Produktionsanlage, wo wir das BSH produzieren, läuft alles über die einzelnen Binder-IDs oder Stangen-IDs. Die fertigen Leimbinder verlassen in der Reihenfolge dieser Binder-ID, abgelenkt und gehobelt, die BSH-Produktionslinie und werden nach der Planung aus der Arbeitsvorbereitung automatisiert vom Dimberdeck-Leitsystem zu Paketen zusammengesetzt. Die Pakete erhalten eine Paket-ID und werden wie jede Einzelstange mit einem Aufkleber gekennzeichnet und zusätzlich manuell mit der ID markiert, um den Stapelfahrern die Identifikation der Pakete von weitem zu erleichtern. Danach werden die Pakete in eine automatische Hochregalanlage einsortiert, aus dem sie in der Reihenfolge der zuvor festgelegten Verladeplanung entnommen und zu LKW-Ladungen zusammengestellt werden.
da bieten wir eben auch noch Visualisierungen dazu an. Das heißt, man sieht auf unserem Leitrechner dann sehr gut, was da gerade passiert und wo das alles hin soll. Und das bietet eben dem Bediener eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, da zu kontrollieren und zu schauen, ob das alles passt, was da eben gerade passiert. Also wenn die Tour in der grafischen Verladeplanung von uns in der AV fertig geplant ist, dann geben wir das runter an die Produktion und dann müssen die Pakete aus dem Hochregal raus. Der Mitarbeiter kann dann das anhand der Tournummer anwählen und die Pakete kommen genau in der Reihenfolge raus, wie sie wir in der grafischen Verladeplanung geplant haben. Also der Verlader im Hof bekommt dann von uns diesen Verladeplan, wo alles draufsteht, Spedition, Kunde und dann die verschiedenen Ansichten von der Front vom LKW, vom Heck und von der Seite mit der Beschriftung von jedem Paket und kann dann anhand von dieser Nummer die Pakete im Hof und aus dem Regal suchen und dann in dieser Reihenfolge verladen. Bezüglich Arbeitsvorbereitung haben wir da jetzt grundsätzlich mal unsere Paketoptimierung im Einsatz. Wir haben die Pressenplanung im Einsatz. Dazu natürlich auch im Vorhinein dieses Auftragsformular, wo da Aufträge eingegeben werden können und die grafische Verladeplanung. Von der Arbeitsvorbereitung her sind wir sehr zufrieden. Gerade ein Vorteil ist halt auch, wenn man dann noch weiterschaut, wenn die Pakete gebildet sind und wir planen dann unseren LKW in der grafischen Verladeplanung, bekommen wir erfahrungsgemäß mehr Material und besser geplant auf den LKW und können so das besser auslasten. Und wir können ja für den Kunde halt den LKW bestmöglich beladen und auch für den Verlader, für den Staplerfahrer draußen die Arbeit so gut wie möglich erleichtern.